Mit dem Holz wird das auch nicht aufgehen. Und daher passt das schon, dass wir gleich eh nach unten müssen. Zack. Hier rum. Und hier werden wir uns jetzt dort hinten einen wegmachen. Dass wir da auch nicht mehr diesen langen, dünnen Gang haben. Sondern jetzt wirklich mal alles hier in die Richtung zentriert reinziehen. Gut was verbaut. Dafür, dass das Inventar am Anfang pickepacke voll war. Ja, so muss das auch. Es muss wirklich Stein auf Stein gesetzt werden in Minecraft und immer weiter gebaut werden. Gucken, ob ich für nächste Woche mal meine Schwester überredet kriege, dass sie vielleicht auch was hier hinsetzt. Dann habe ich auch ein Original Lena in meiner Minecraft-Welt. So, und dort ist dicht. Dann hole ich mir wieder das Holz runter. So. Und zack, zack, zack. So. Fackeln brauchen wir auch wieder neue. So. Ja, da vorne ist ein Fehler drin. Es läuft gut heute, also es läuft wirklich gut. Ich komme gut voran, wir haben gute Ideen. Sind wir höher? Nee. So, haben wir ein bisschen über den Stack noch. Ach, da muss ich jetzt sogar runterspringen für. So viel Holz haben wir dann auch nicht, dass wir das einfach fallen lassen können, wie den ein oder anderen Cobblestone-Block von vorhin. So, es könnte noch aufgehen mit dem Holz. So viele Lücken sind ja hier nicht mehr. Und wir haben noch 21 Rohholz, die wir jetzt dann noch alle schön auseinandernehmen. So. Hier wieder Orange, ja. Dann haben wir die schon mal drin. Dann kann die auch hinterher nicht vergessen werden. Sind noch vier, 4 mal 3 sind. Passt. So. Und mal gucken, was wir dann noch verbauen können. Auf jeden Fall die roten. Das ist dann das zweite oder dritte Mal rot? Das dritte Mal. Das heißt, rot kommt dann erstmal weg. Und das zweite Mal orange, sprich, orange kommt danach auch weg. Das heißt, wir können jetzt gleich theoretisch losziehen und eigentlich zwei neue Farben direkt auch mitbringen. Ja. So. Dann hierhin, dorthin. Das Innere, das sieht jetzt schon fast aus wie so ein Garten, einfach nur noch.
Ja, das wäre eine wirklich tolle Idee. Jetzt erstmal natürlich nicht. Jetzt haben wir gerade den Teil des Hauses hier fertig. Und wir bauen ja auch jetzt nicht in die Richtung, sondern mehr in die Richtung. Von daher passt das jetzt auch, wenn wir es eine längere Zeit ruhen lassen. Aber irgendwann gehen wir dann hin und bauen den Rest quasi drumherum auch noch aus. Jetzt suchen wir uns mal eine Stelle, wo wir anfangen. Was auch schön ist, das ist hier jetzt hier diese Einbuchtung quasi. So. Noch irgendwas zu verbauen? Nee, mehr ist nicht. Ein bisschen Orange haben wir noch unten. So, zumindest ist das mit den Treppen jetzt etwas einfacher geregelt. Ah. In der Kürze liegt die Würze und das ist wohl der kürzeste Gang, der mir gerade einfällt. Zum Glück haben wir so viele Geheimgänge. Selbst von hier fängt es jetzt schon an, groß zu werden. Vielleicht kloppen wir die Wände doch irgendwann mal auf, wenn uns langweilig wird. Wow. Es ist wirklich, wie Dragonfly sagt, wirklich beeindruckend. Ah. Juhu! Irgendwann knall ich so auf den Rand, ich sag's euch. So, jetzt hätten wir theoretisch noch genug Orange, um die Reihe fertig zu machen. So, Rot brauchen wir nicht mehr, Gelb brauchen wir nicht mehr, ein bisschen mehr Kabel. Ja, könnte auch noch knapp reichen für die, na, für die nächste Zwischenverstrebung wahrscheinlich nicht. Was nehmen wir denn dann in der nächsten Etage? Was haben wir denn noch nicht? Jetzt nehmen wir den gebrannten Lehm. Weiß, aber davon haben wir nur so wenig. Wir könnten Cleanstone nehmen, aber ob ich davon so viel auf Lager habe? Zumindest genug Holz haben wir. Noch ein bisschen Orange. Rot brauchen wir. Ach, nehmen wir einfach mal einen Stack zur Vorsicht mit. Obwohl. 8 für eine Reihe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also für ein sollte es auf jeden Fall reichen. Eine Etage. Vor allem, sie wird ja weniger brauchen. Holz haben wir ein bisschen. Na, okay, damit genug. Was wir wenig haben, ist Stein. Wenn wir dann noch irgendwo ein paar Cobblestone-Reserven hätten. Das kann man jetzt hier drauf stapeln. Das kann man mitnehmen. Durch die Bank weg würde ich sagen, das sieht schlecht aus. Den könnten wir auch mal woanders hinpacken. Da haben wir auch nur noch Cleanstone drin. Aber egal, Cleanstone haben wir auf jeden Fall genug. Ich mache ganz kurz eine Pause.